gut. Ist das ein kranker Full Send? Junge! Moin, Leute, herzlich willkommen zur neuen Reaction auf Philipp Gatterer. Ihr habt's mitgekriegt, ich war in letzter Zeit viel mit ihm zusammen unterwegs. Und das Video, was wir uns jetzt angucken, hat er während der Zeit, wo wir zusammen gechillt und gefahren sind, geschnitten. Und den Hauptclip habe ich tatsächlich schon gesehen. Und ich verrate euch, es ist ein absoluter Banger. Riesiger Double Flip auf selbstgebauter Skisprungschanze. Direkt mal schön rein jetzt. Der Winter hat eigentlich extrem gut begonnen, aber für weiße Weihnachten hat es dann doch nicht gereicht. So sah es halt wirklich da überall aus, auch in der Zeit, wo ich jetzt da war, ne, im Dorf. Wenig Schnee und Anfang Dezember, Ende November war so krank viel Schnee, dass die Pisten wenigstens alle offen waren. Zumindest nicht bei uns in Kitzbühel. Wir haben keinen Schnee mehr, es ist alles grün. Deshalb sind wir mal wieder 100 Kilometer ins Wipptal gefahren, um einen Mörderkicker zu bauen. Ein Mörderkicker. Philipp hat mir übrigens was beigebracht. In Tirol, da wo er wegkommt, spricht man das K so K-ig wie möglich aus. Hier, da wo diese Dingen hängt, was hier immer so flattert, wenn er irgendwie was sagt. Das Dingen, da musst du richtig ins Flattern gehen. Da musst du richtig... Du musst wirklich den widerlichsten Laut, den der Mensch von sich geben kann, wiedergeben. Kicker. Kicker. Also so, dass du wirklich nach dreimal Kicker sagen, in der Art und Weise Halsschmerzen für 3 Wochen hast. Kicker. Und dann hast du es richtig gemacht, wenn du am nächsten Tag Halsschmerzen hast. Alter, ich werde, da kommt schon wieder eine Lawine. Bisschen spooky, hä? Also so ohne ist da nicht. Ich glaube, das haben wir auf der Drohne schon gesehen. Es gehen da überall die Lawinen ein bisschen hoch. Full Send Mission. Lawinen überall, ihr seht das, kein Schnee. Scheiß Schnee hier wahrscheinlich, wo sie gerade sind. Ah, herrlich, so lieben wir das. Wenn man Schnee nicht daheim hat, muss man da hinfahren, wo es noch einen gibt. Und genau das haben wir gemacht. Ich würde immer schon mal so einen massiven Kicker selber bauen und wenn man die Dinge nicht einfach in die Hand nimmt, schiebt man es manchmal auf, bis wieder ein Winter vergangen ist. Boah, geiles Ding. Perfekter Schnee natürlich auch zum Bauen wahrscheinlich. Also hier, so wie er jetzt gesagt hat, wie die Schneeverhältnisse sind und was man hier auch sieht, die Bäume sind nicht weiß, der Schnee wird nicht frisch sein, das heißt, er wird auf jeden Fall ein bisschen schwer sein, du kannst damit geil bauen. Das Ding ist, er ist halt auch nicht weich zum Landen, aber hier sieht man natürlich krankenweiten Anlauf schon, fetten Kicker und viel Airtime, damit man hier landet, wo es wieder bergab geht. Also da ist Full Send garantiert, das sage ich euch. Oh mein Gott. Ready! Deshalb war es Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Aber an dem Tag ist weniger nach Plan gelaufen, wie gedacht. Juhu! Grüß euch Gott zur... Grüß euch Gott zur neuen Episode Improve Yourself. Eine neue Folge von Improve Yourself. Wir schreiben den 25. Dezember, es ist Weihnachten und die Schneelage ist katastrophal bei uns daheim. Deshalb sind wir abgehauen, sind wir anders hingefahren und haben eine kleine Mission für heute. Wir haben da mal ein Auto voll mit Schaufeln, Ski und Zeug, also einiges dabei. Wir wollen einen dicken Kicker bauen heute. Es ist viel zu warm, es hat 10 Grad plus jetzt schon in der Früh und ja, wir schauen einfach, ob wir was hinkriegen, ob das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Let's go! Ich bin natürlich nicht allein unterwegs. Wir müssen mal das ganze Zeug da aufbringen auf den Bichel. Die ganzen Schaufeln. Den Bichel! Den Bichel! Geh an der Reißhalde! Schaufeln und so weiter. Und ja, da oben. Müssen wir hier? Nein, das war ein Spaß. Das ist absoluter Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Das ist alles andere als eine Halde. Das ist halt ein Berg. Bichel, was ist ein... Das ist das Geilste bei seinen Videos. Nach der Quality, oder nee, vor der Quality noch und den Sense da drin. Dieses Vokabular, das ist jedes Mal aufs Neue wirklich einfach nur wild. Das wäre zur Mission dafür. Let's go. Jetzt aber mal zum Kicker. Auf dem Bichel. Wenigstens müssen wir den gleich einmal aufgetragen. Ja. Oder geht leichter. Ja.
Ja, wir haben schon wieder Jacken zu. Darf ich mal sagen? See you. Shido war krank gewesen. Meine Haxe kennen jetzt schon immer. Die Hüften. Hammer. Die Haxen. Der Schnee ist so fest. Drop a like to push the algorithm. Schön hier unter dem Video, aber mal da. Dass ich diese Stufe schon hernehmen kann. Deine dritte. Was haben wir in Sudo? Alter, am Plateau angelangt, oder? Wir haben jetzt mal vom wildesten Schnaufen erholt. Wir sind da an, ich glaube, an einer guten Stelle angelangt. Stelle. Wo wir den Kicker hinbauen. Da oben sind die Anfahrt gekommen, da können wir relativ viel nehmen, glaube ich. Also alles, was wir brauchen. Und dann bauen wir da irgendwo bei dem Plateau jetzt den Kicker her und dann haben wir da... Na, habt ihr gehört? Er hat gesagt, den Kicker her. Den Kicker, also wirklich, den Kicker. Wie kann man das so aussprechen? Das tut doch wirklich, jetzt mal Spaß beiseite, hast du wirklich Halsschmerzen, wenn du das fünfmal sagst, oder? Den Kicker. Im Hochdeutschen wird es halt wirklich K-C-H-I-C-K-C-H-E-R schreiben. Kicker. Geisteskrank. Ach, ziemlich eine lange... mittelsteile Landung, wo man, glaube ich, echt segeln kann. Ja, und den bauen wir jetzt. Auf geht's. Was sagt der Hype? Ist motiviert, oder? Ich mag nicht mehr. Na, haben wir jetzt drei Schaufeln da, aber keiner mag arbeiten. Alter, ich schwör, da kommt schon wieder eine Lawine. Bisschen spooky, hä? Also so ohne ist da nicht, wenn man... Ich glaube, das hat man auf der Drohne schon gesehen. Es gehen da überall die Lawinen ein bisschen los. Weil es brutal warm ist, ist ein sehr gefährliches Gebiet da. Ja, das geht aber gut so, oder? Sobald wir die Location für den Kicker festgelegt haben, war es an der Zeit, den Schnee auf einen Haufen zusammenzuschieben. Und das braucht schon einiges an Zeit und Kraft. Das Schöne daran ist, dass man eine Aufgabe hat und sich alles nur auf die eine Aufgabe konzentriert, bis das Ding steht. Wenn du mich fragst, kann das nicht befriedigender sein. Ja. So, die Bauer. Kicker bauen haben wir in der Schweiz auch viel gemacht jetzt neulich. Wirklich geil. Also ich hasse es ja zu bauen eigentlich und auch so Bauvideos und so, aber Kicker bauen, sorry, aber Kicker bauen ist wirklich was Feines. Das macht richtig Bock, den Schnee zu sammeln mit den Schaufeln, das Ding aufzuhäufen, dann zu formen, bisschen zu reshapen, zu adjustieren, bis du das perfekt hast. Das macht richtig Bock und das Geile ist, wenn du das zu Beginn der Session machst, dann hast du auch noch ein richtig geiles Warm-up. Und bist beim Warm-up richtig produktiv schon. Arbeiten haben begonnen. Da geht's schon dahin. Man muss sagen, es ist perfekt zum Bauen, weil er nass ist und das taugt brutal schnell gut an. Aber es ist halt auch brutal schwer und es ist extrem heiß gerade. Weil der Morgen wird es einen gescheiten Rumpfmuskel gerade angehen, bist du gescheit. Status bricht bei der Muskelkrater. Schubrappen. Ist auf Betriebstemperatur. Ja, wird schon. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das schon ein bisschen unterschätzt habe, was zu einem erfolgreichen Selfmade-Kicker alles dazugehört. Man braucht den richtigen Anlauf, den richtigen Platz, eigentlich auch die richtigen Schneebedingungen und sollte ein bisschen ein Gespür haben für seine eigenen Skills, um zu wissen, was man sich selber zutraut. Ja. Das stimmt schon. Im Funpark habe ich mir das nämlich auch oft gedacht. Die Kicker müssen schon echt krass gebaut sein. Es muss schon gut konzipiert sein. Weil du musst ja den richtigen Speed haben und also du musst ja mit gescheitem Speed richtig immer so landen, dass du geil hinten wieder landest. Und es darf halt nicht nur am Speed liegen, sondern auch an der Höhe vom Kicker und so. Also ich frage mich, ob da für so Funparks auch irgendwelche Formeln gibt oder sowas. Wie das Ding gebaut werden muss genau. Menge Dinge, die einem erst vor Ort klar werden. So, jetzt kriegen wir mal den richtig harten Teil. Da ein Anlaufstretl, ne? Da könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben, was der erste Sprung sein soll. Ich bin aber der Typ, der was sagt, wenn ich schon dann Sender auslasse, dann gleich einen Flip, weil dann ist auch schon wurscht. Ich bin einmal, glaube ich, bei meinem ersten Drop-In-Punkt angekommen. Ich hoffe, das ist genug Speed, aber ich glaube schon, dass das genug Speed ist. Es ist ganz schwer zum Einschätzen, so eine Sache. Also wenn ihr selber mal einen Kicker baut, nehmt eigentlich keine Tipps von mir, weil ich tue das selber zum ersten Mal so richtig. Kurzer erster Testrun nur. Sieht auf den ersten Blick ziemlich flach aus, der Kick.
Kicker. Okay, man ist extrem langsam. Man ist viel weiter rauf. Naufi auf den Berg und rober mit die Ski. Eine in die Hütte, eine Jagertee. Euler, ist es schön. Schnee bremst mir ordentlich. Kicker schaut schon mal ganz gut aus, der Shape. Flach, Alter, für ein Double Back sehr flach, oder? Da würde ich jetzt persönlich eher den Double Front sehen. Das ist, wie man sieht, extrem flach. Sondern aus dem Grund, dass wir nicht zu kicky werden würden. Wir werden es trotzdem nur ein bisschen steiler machen, gerade die letzte Lip oder so. Aber nur so 5 Zandi, das müsste dann reichen. Also leichte Anpassungen da bei der Lip. Ich glaube, das schaut schon mal ziemlich gut aus eigentlich. Das macht schon mal. Jetzt macht mir der Hundling einen kompletten In-Run hin. Geil. Das ist halt so das Zachste an dem Ganzen. Zach! Digga, sagen die Ruthless Boys auch. Zach! Ja, fix, Alter! Das ist Urzach! Und danach bist du richtig Meier, Kerselle. Wir werden wahrscheinlich nur 3-4 Sprünge haben oder so, bis der Tag vorbei ist. Weil öfter gehst du einfach nicht. Was werden wir noch brauchen? Gibt's eine Baumgrenze, ha? Was? Deshalb bin ich richtig froh, dass wir das Projekt jetzt schon mal zu Saisonbeginn gestartet haben, damit wir beim nächsten Mal schon wissen, wie es besser gehen würde und worauf wir achten müssen. Der Anlauf war irgendwie der schwierigste Teil, aber da gebe ich wirklich den nassen Schneebedingungen die Schuld. In-Run-Check Nummer 2. Es hat einfach extrem gebremst und mit anderen Bedingungen hat man vielleicht nur die Hälfte von dem Anlauf gebraucht. Geiler Winkel. Ich finde das so wild. Er ist zwar jetzt mit dem Kameramann unterwegs, deswegen kriegt er deutlich mehr Winkel raus, aber auch oft, wenn er allein unterwegs ist, wie viele verschiedene geile Winkel er alleine rausholt. Ist halt auch den halben Tag mit Kamera aufstellen irgendwo beschäftigt wahrscheinlich, aber schon geil. Okay, es geht schon. Alter, aber ich werde nicht schnürchen. Gibt's gar nicht. Scheiße. Nachdem wir mit dem Anlauf so Probleme gehabt haben, haben wir uns dazu entschieden, was Mittag zu essen beim Opa, weil wir doch schon einen halben Tag auf dem Hügel oben wohnen. Ja, grüß euch. Kurz die Batterien aufladen, damit wir endlich zum ersten Sprung kommen. Ist das österreichisch, oder? Alter Lachs. Geil. Nur diesmal übertreibe ich es jetzt auch richtig mit dem Anlauf, damit ich auch genug Schwung habe. Ich finde das so geil zu gucken, auch Editing-mäßig, weil wir haben während er das Video geschnitten hat, haben wir zusammen gechillt und er kam für eine Editing-Pause zu mir gefahren und wir haben ein bisschen gechillt, wir haben ein paar Böller geballert und sowas alles einfach und er meint die ganze Zeit, ich habe so keinen Bock mehr zu editen, so keinen Bock mehr und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, wie mühselig Editing manchmal sein kann und sowas und das jetzt so zu sehen, dass trotzdem so krank geil geeditet ist wie immer, finde ich so geil, Alter, weil ich genau weiß, dass da halt wenig Motivation für das Video hintersteckte, weil auch ein bisschen Zeitdruck und so dabei war. Aber Top Quality immer noch. Also so Ski und Zirchen ist da nicht so ohne. Einer fliegt euch da, das schaut nicht gesund aus, Alter. Jetzt bin ich echt bei die Bahn da rum. Bruder shaped gerade da unten. Da sind so eine giftige Wöhren drin. Die shaped er mal weg und hoffentlich davor ist er über Ball. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon der erste Sprung wird. Vielleicht einmal ein Backguy, wenn ich schnell genug bin. Frontflip, wenn ich jetzt langsam bin. Unten bremst du aber hübsch. Aber ich würde sagen, es geht auf, oder? Ja, sehr. Kein Wort verstanden, aber rein da. Ist das ein Scheiß Anbau? Geil. Wow! Sah relativ entspannt aus vom POV-Winkel. Ich bin mal von außen drauf gespannt. Okay, erster Testsprung. Schon mal solide hingehauen.
Alter, man sieht schon an seiner Technik, wie scheiße der Schnee ist. Arme breit, übelste Rückenlage, damit er ja nicht stecken bleibt, weil der Schnee komplett klebt. Sehr, wahrscheinlich unfassbar nasser, bremsender Schnee. Aber trotzdem noch die Pizza. Ja, rein, Double. Geht. Wir haben gelandet. Ha, geil. Jetzt wieder auf wieder. Danke. Ah. Okay, Sprung war gar nicht so geplant, habe jetzt einfach durchgezogen, weil ich den richtigen Speed gehabt habe. Hat schon mal gut funktioniert, jetzt werde ich mal... Das ist so wild, Philipp hat mich im Urlaub immer als Sender tituliert und so und dass er lieber trainiert und so, aber Junge, er sendet so krank und er checkt's, glaube ich, einfach selber nicht. Einfach so direkt mal in den Backflip da reingejagt, ohne genau zu wissen, ob er überhaupt schnell genug unten ankommt und so und jetzt... Gleich direkt in den Doubleflip und generell im Park, Junge. Typ sendet so krank, Mann. Aber es ist ihm, glaube ich, kein bisschen bewusst. Vielleicht ist es auch kein Send, weil er halt so geskillt ist. Einfach geile Sau. Bisschen Protektion und alles zuziehen. War jetzt zwar geplant, da mal einen Send auszuschießen, ein bisschen. Die Schneebedingungen sind so kacke zum Landen. Ne? Es ist so wach und so batzig, dass die gleich mal verschnitzt, wenn es nicht perfekt gerade landet. Aber ja, jetzt bauen wir mal die ganzen Kamerasetups auf und schauen, dass wir das gut einfangen und nachher geht's weiter mit dicken Send. Gut geht, Kerl. Es wird ernst. Drohne ist in der Luft. Ja, geil, du, ey. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon gemerkt, dass wir den ganzen Tag was gearbeitet haben. Und ich war körperlich schon ziemlich müde. Ah, es ist so gestört. Man muss so viel Anlauf nehmen. Da rauf, das ist ein Krieg ist das. Wenn man viel kriegt, dass ich viel zu schnell bin, dann reise ich ein Double an. Und sie ist halt an. Er macht es halt wirklich vom Anlauf abhängig. Er weiß immer noch nicht, ob er genug anläuft oder nicht. Und wenn er unten schnell genug ist, zieht er in den Double rein. Wenn nicht, dann mal gucken, was sonst. Junge, das ist Full Send pur. Genau so ist es definiert. Full Send. Plan ist, dass wir ein Double reißen werden, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe zu viel Schwung. Ich bin der Meinung, dass es gleich gefährlich ist bei deiner Schneebedingungen, wenn ich gerade einen Backflip mache, als wenn ich zwei gleich probiere, aber ich weiß es natürlich auch nicht. Aber wenn ich jetzt bei einem übertrage, haben wir auch ein Problem. Oh komm! Oh mein Gott! Vor allem, er ist doch wirklich erst einmal gesprungen. Also Gefühl für die Airtime und so hat er zwar, aber jetzt halt auch noch nicht so richtig, Alter. Also es scheint, als wäre es schon ziemliche Glückssache, ob der Double passt oder nicht. Man kann es natürlich in der Luft auch justieren so und verändern. Safe, sonst wird es nicht gut gehen in ganz vielen Fällen. Das ist ja der Skill, der hinter solchen Sachen steckt, dass du weißt, wo du bist und rechtzeitig öffnest und noch ein bisschen bremst und so in der Luft. Aber dafür musst du halt schon auch Plan haben von wie weit du springst und so. Aber er weiß absolut genau, was er macht. Also in dem Fall vielleicht nicht so ganz, aber trotzdem, er hat auch schon mal einen Double Flip vorher gemacht. Also er weiß schon, wie es sich so ungefähr alles verhält. Ready! Okay, brauchen wir jetzt einen Countdown. 3, 2, 1, send it! Boah, komm! Ist das ein kranker Full Send? Junge! Vollgas, dieser schnelle Anlauf. 3, 2, 1,
Send it! Springt rum und rein. Junge, Junge, Junge. Ja, falls wir... Alter, Double Backflip. Double halt auch sein zweiter ever. Backflip bei miese Bedingungen. Es war schon schwarz am Landen gerade. Ich habe so einen Trall gehabt. Also Gas geben. Also ich habe mir glaube ich zweit hinter rein geladen, weil das so kickt. Bei einem Double einfach mal. Ja. Die Stimmung ist gar nicht so gut gerade, weil wir hatten den geilsten Drohnenshot überhaupt gehabt. Ich war einfach da drüben ein bisschen gestanden. Ne? Und der ist nichts geworden. Ich glaube, das kann man im Video ganz gut erkennen, wie die abgedriftet ist. Nein. Ah, da darf man so gut die Distanz sehen. Und jetzt wollen wir mal überlegen, ob wir nur einen machen, nochmal nur für die Drohne. Aber ich muss sagen, also der Schnee ist richtig giftig, der ist gefährlich zum Wetter. Und wenn ich einen hinter mir gebracht habe, so safe ist der Kicker für das auch nicht. Und da habe ich jetzt nicht Lust, einen Single Backflip oder einen Double Backflip nur mal zu machen, weil ja, einfach kein gutes Gefühl dabei. Ich komme da lieber wieder mal an einen anderen Tag zurück, wo es vielleicht wirklich... Oh, scheiße, dann bist du so hyped mit einem Fullsend. Ich kenne das. Hast einfach Bock, bist hyped, dann guckst du die Clips an oder einer, wenn du dann jemanden an der Kamera hast, sagt schon so, freut sich schon nicht so richtig und sagt so, oh... Ah, ich weiß ja nicht, ob der Shot so gut ist und sowas. Und dann guckst du dann, ist der Shot verkackt. Fürchterliches Feeling dann. Dann bist du so hyped eigentlich gewesen und dann drückt das die Stimmung schon krank, ey. Echt kalt und pulverig ist, weil dann kannst du dich da theoretisch ins Unermessliche aussenden. Wir messen das Ding jetzt nicht nur, wie weit das war. Ich muss das jetzt wissen, wie weit ich da gesegelt bin, weil ich glaube, das sind schon 30 Meter oder so gewesen, oder? Für alle, die es nicht verstanden haben, der misst das Ding jetzt mit der Tiroler Messlatte. So was kannst du schon hinkriegen. Dies, meine Damen und Herren, ist eine Tiroler Messlatte. Linken hin und dann sehen wir, wie oft das hingelegt kommt, da können wir genau 77 Mal da. Das ist mal locker 1 Meter, da fangen wir an. Passt. Ist das geil. Nein, und da geht's noch ein Stück rein. Ja, da. Ja? Die Landung, gehen Sie noch mal genauer aus. 17. Okay, 17. Ich habe jetzt 30,09. Geil. Hast du noch 1 Meter, also knapp über 30 Meter, kann man sagen. Lass mal götten. 31 Meter lang, weit geflogen. Das ist schon solide. Also das nächste Mal, wenn wir einen Kicker bauen, dann bauen wir ein bisschen steiler und mit weniger Speed. Okay, das war's von der heutigen Episode. Wir rammen noch gerade das Auto ein. Und heute hat es wohl eher Destroy Yourself heißen können, statt Improve Yourself. War eine brutale Sendepisode, auch wenn es nur 2 Sprünge waren. Aber wir haben einen umfangreichen Tag gehabt. Wir bauen, haben unser Gaudi gehabt und so. Danke an den edlen Bruder fürs Helfen und fürs eigentlich fast allein bauen. Ich will so die Rechnung schicke nachher. Und ja, wenn euch die Episode... Schick ich noch! Du, das ist ja nicht nur der Kicker, sondern ich schick euch noch den Kicker. Er ist so geisteskrank! Er ist so absolut geisteskrank, die Sprache, Mann! Wenn es dir gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, abonniert meinen Channel und schreibt es gerne mal drunter, was ihr vielleicht das nächste Mal in den Tiefen reinprobieren sollt. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns bei Double Front. Beim nächsten Mal, bis bald und habe die Ehre. Ciao, ciao. Habt die Ehre. Ja, Hammer, Hammer, geil. Philipp Gatzra, wer es immer noch nicht verstanden hat, abonniert diesen Kanal bitte. Kranker Content, Qualität, Full Send Skill, kreativ, alles. Einfach nur geil. Und hat aktuell Stand jetzt nur 22.700 Abos. Alter, die 100.000 Abos müssen voll gemacht werden bei dem Typen. Dieses Jahr. Ich verstehe es nicht. So geiler Content, ehrlich. Bitte abonniert Philipp. Und wenn irgendwelche Sponsoren oder so gucken, Alter, der Typ hat's verdient. Also, nur Props, nur Respekt. Einfach nur geil. Philipp Gatzra, ich bin jetzt schon hyped auf mehr Videos mit ihm zusammen zu drehen. Und dann hoffentlich auch den Double Flip dieses Jahr, diese Saison mit dem zusammen noch fertig zu machen. Er muss ja auch noch einen landen. Und ich will es unbedingt dieses Jahr auch schaffen. Das ist wirklich mein größtes Ziel. Ich bin aber, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und brauche, glaube ich, einfach nur die richtigen Schneeverhältnisse, dann wird das Ding weggesendet. In diesem Sinne noch einmal Philipp abonnieren. Und ja, sehr, ja klar.